Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video aus meiner Oberliga-Saison. Und zwar heute springen wir ein bisschen nach vorne. Und zwar haben wir uns zuletzt das Spiel zu Hause gegen Cannes-Marienborn angeguckt, wo wir in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer bekommen haben. Jetzt spielen wir in Rhinan und verlieren 1:0 und spielen dann zu Hause gegen Gütersloh und verlieren 1:0. Jeweils relativ uninteressante Spiele mit wenig Chancen und wenig Highlights. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil ihr auch immer in die Kommentare schreibt, wir sollen aktueller werden mit den Spielen. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass das Saisonende immer näher rückt. Deswegen haben wir auf diese beiden Spiele verzichtet und ich kann euch sagen, wir haben auch echt nicht gut gespielt. Solche Spiele gibt es immer in der Saison. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr jetzt aus Rhinan oder Gütersloh kommt, ärgert ihr euch vielleicht, weil ihr beim Spiel dabei wart oder euch auf das Video gefreut habt. Wir versuchen in der nächsten Saison auf jeden Fall, dass so etwas nicht passiert, dass wir immer aktuell bleiben und die Spiele natürlich kontinuierlich kommen. Und ohne Pause, heute schauen wir uns das Heimspiel gegen SC Paderborn an. Ihr habt es gerade schon gesehen, Freunde, wir haben 2 Niederlagen einstecken müssen. Das heißt, wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir gegen Paderborn auf jeden Fall gewinnen. Sonst ist die Saison vorbei und der Zug ist nach oben hin komplett abgefahren. Also, heute muss ein Sieg her. Wir schauen uns die Aufstellung an und gehen dann rein ins Spiel. Let's go. Und zwar spielen wir im Tor mit Bruno. Links spielt Schuh, Esser und Jeff in der Innenverteidigung. Rechts spielt Tom, dann Nico und Timon auf 6 und 8. Davor spielt Berko, links Umut, rechts Emre und ich bin vorne drin. Freunde, es war echt spannend, deswegen let's go. Ja, Freunde, nach dem Hinspiel in Paderborn, was wir 3:0 verloren haben, wussten wir auf jeden Fall, worauf wir uns einlassen. Wir waren aber auch selbstbewusst, wollten das Spiel auf jeden Fall gewinnen, beziehungsweise mussten es gewinnen, tabellarisch gesehen. Hier kommt Paderborn das erste Mal nach vorne, bringt den Ball gut in die Mitte, der Kopfball kommt aber nicht aufs Tor, beziehungsweise Tom stört den Stürmer auch sehr, sehr gut. Hier will Paderborn schnell umschalten, Nico erkennt das aber, stoppt den Ball und wird dann gefoult und zieht super einen Freistoß, also sehr, sehr gut. Das erste Mal gefährlich werden wir jetzt hier durch den Eckball, und zwar spielt Nico zurück und Schuh bringt den Ball jetzt auf Tom, der jetzt wieder Nico außen sieht und einen super englischen Ball nach außen spielt. Und über Umwege geht der Ball jetzt zu Umut, der am 16er steht, das erste Mal abschließt und jetzt das zweite Mal. Ich glaube, wenn er sich da ein bisschen mehr Zeit lässt beim Abschluss, dann geht er auch aufs Tor. Aber direkt früh im Spiel so viele Aktionen zu haben, ist auf jeden Fall stark. Auch hier sieht man es, ich lasse den Ball klatschen, bin auch gut in dieses Spiel reingekommen. Ich glaube, wir alle, weil wir viele Aktionen hatten, gut in den Zweikämpfen drin waren. Und ja, das merkt ihr wahrscheinlich auch immer direkt, dass man dann sofort besser im Spiel drin ist. Hier erobert Umut den Ball. Und jetzt wird es von Paderborn-Seite aus nicht super geklärt und Emre mit seiner Schnelligkeit, guckt euch das an, er legt sich den Ball einfach vorbei und rennt einfach am Gegner vorbei. Ich habe mich versucht in der Mitte zu positionieren, ging aber nicht so richtig. Insofern hat Emre alles richtig gemacht, indem er hier geschossen hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Berko erobert jetzt hier den Ball und spielt auf Emre weiter, der den Ball antreibt und will mir jetzt hier durch die Lücke stecken. Für mich aber super schwer zu kontrollieren, weil ich ihn durch die Beine gehen lassen muss. Sieht man jetzt auch nochmal in der Slow-Mo hier. Wenn ich den natürlich bekomme, den Kontakt, stehe ich wahrscheinlich frei vorm Torwart. So war es wiederum schwierig. Jetzt kommt eine gute Aktion von Schuh, der hier antizipiert und rausrückt, den Ball erobert und jetzt nach vorne treibt. Er spielt jetzt auf mich, ich warte im Zentrum und will den Ball, glaube ich, erst ablegen, mache ihn dann aber doch irgendwie fest. Spiel raus auf Umut, der jetzt hier ins Dribbling geht und den ersten stehen lässt. Und dann ist der zweite Paderborner allerdings da und kann Umut stoppen. Auf jeden Fall starke Aktion. Paderborn mit seiner Schnelligkeit sieht man hier, treiben den Ball nach vorne. Die Kamera schwenkt jetzt so langsam mit. Wir haben aber eine super Rückwärtsbewegung, können hier den Gegner auf jeden Fall stoppen. Der will jetzt den Ball in die Mitte bringen und Schuh erobert hier sogar den Ball. Jetzt in der nächsten Aktion will Berko den tödlichen Pass hier auf Umut spielen. Der wird erstmal abgefangen. Tom setzt aber super nach und spielt hier nochmal auf Umut. Bekommt jetzt auch den Ball zurück und schließt mit links ab. Leider ein bisschen zu mittig. Ich glaube, wenn der in die Ecke geht, ist er auf jeden Fall gefährlich. Auch die An- und Mitnahme von Tom hier, zack. Ist auf jeden Fall stark und schließt halt ab. Ja, und der Torwart im Tor von Paderborn ist natürlich auch kein schlechter, wenn ihr euch euch ans Hinspiel erinnert. Jetzt kommen wir hier wieder nach vorne. Emre wird von Timon geschickt und legt jetzt hier gleich den Ball in die Mitte und zwar auf Berko ab. Der Ball wird erstmal geklärt, dann ist Timon da, schießt und der Ball ist endlich im Tor. Nach dem gefühlt 7. oder 8. Abschluss in der ersten Halbzeit können wir das 1:0 machen. Ich glaube auch sehr verdient. Wie wichtig das Spiel für uns ist, habe ich vorher schon gesagt. Ihr habt es in der Tabelle gesehen. Von daher das 1:0 hier, ein mega, mega wichtiger Zeitpunkt und auch ja geil, immer in Führung zu gehen. Wir waren schon vorher gut im Spiel drin und spätestens jetzt
waren wir richtig gut im Spiel drin. Nächste Aktion nach dem Anschluss ist dann ein Abschlag von Bruno, der erstmal geklärt wird. Und jetzt kommt ein Kopfballduell von mir, was ich gewinne, was ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Ist absolut unrelevant. Ich wollte es trotzdem mit reinschneiden und jetzt ist auch Halbzeit. Und wir gehen mit 1:0 hier in die Pause. Auf jeden Fall mega wichtig und es geht direkt weiter mit dem zweiten Durchgang. Und wir wollten natürlich genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und am besten noch ein Tor nachlegen. Versuchen erstmal offensiv zu gehen. Dann kommen wir auch direkt zur ersten Offensivaktion von uns. Esser treibt hier den Ball super nach vorne. Timon erkennt Emre außen. Und Emre legt jetzt nochmal auf Esser ab. Und der Pass jetzt ist wirklich sehr, sehr stark auf Berko. Berko sieht mich vorne und will durchstecken. Und ich glaube, das wäre ziemlich gefährlich geworden. Von daher gut für Paderborn, dass genau dieser Pass hier nicht angekommen ist, war auch kein Handspiel, war gar nichts, aber auf jeden Fall sehr, sehr stark. Paderborn kommt jetzt hier nach vorne, wird aber gestört und ja, wir machen es hier richtig stark. Berko hat super viele Bälle im Mittelfeld gewonnen, das war mega wichtig als Zehner und zieht jetzt auch hier den Freistoß, richtig stark auf jeden Fall. Tom erobert jetzt hier den Ball, ist ein Foul, wird auch direkt schnell ausgeführt, von daher wird es gefährlich für uns. Und der Ball hier in der Mitte wird geklärt. Das hat Paderborn auf jeden Fall schlau gemacht, schnell den Ball ausgeführt. Bruno fängt jetzt hier den Ball ab, spielt direkt auf Umut und der im 1 gegen 1, guckt euch das an, lässt den ersten stehen, zieht dann in die Mitte und spielt jetzt auf Tom, geht aber noch ein Stück und spielt genau jetzt auf Tom. Und Tom will jetzt den Ball in die Mitte geben und ich sage euch, Freunde, wenn das ein Tor gewesen wäre, das wäre so ein geiler Angriff gewesen. Erst mit Umuts 1 gegen 1, dann mit Toms Hereingabe in die Mitte, die leider nicht angekommen ist. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Emre setzt sich jetzt hier super eine Außenlinie durch und guckt mal die Aktion. Ich komme in der Mitte zum Abschluss mit der Hacke und der Ball geht einfach gegen den Pfosten. Stellt euch mal vor, der wäre reingegangen, das wäre so geil gewesen. Emre spielt genau jetzt den Ball in die Mitte. Und ja, die Zeitlupe ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber erst wird der Ball geblockt und geht dann gegen den Pfosten. Boah, das wäre wirklich so geil gewesen. Freistoß wird hier für Paderborn nicht gegeben und Tom steckt jetzt gleich für mich den Ball durch. Und zwar hier, ich will jetzt in die Mitte ziehen, werde aber gestört vom Verteidiger. Das war ein bisschen blöd. Vielleicht hätte ich auch aufs Tor ziehen sollen oder einfach schießen sollen. Naja, auf jeden Fall Paderborn, die jetzt nach vorne kommen und natürlich eine brutale Offensivqualität haben. Das wussten wir vor dem Spiel. Spielen jetzt hier den Ball durch und aus verdecktem Winkel kommt der Gegner zum Abschluss und macht hier das 1-1. Also wirklich mega ärgerlich, wenn man sich die Chancen von uns anguckt, dass es hier jetzt 1-1 steht. Paderborn hatte echt wenig Chancen, da ging echt wenig nach vorne. Wir haben super verteidigt. Von daher, auch wenn es sehr ärgerlich ist, hier das 1-1 zu kriegen, haben wir gesagt, wir wollen weiter nach vorne spielen, weil wir auf jeden Fall gewinnen mussten und wollten. Ja, jetzt kommen wir hier eigentlich zu einer geilen Offensivaktion. Aber Esser bekommt hier den Fuß nicht mehr an den Ball und somit gibt es einen Konter für Paderborn und guck mal, wie schnell die vorne sind. Timon ist im Vollsprint hinterher, kommt aber nicht mehr so richtig ran, dann geht er an Bruno vorbei und zum Glück am Tor vorbei. Ich habe vorne als Stürmer es überhaupt nicht einschätzen können. Glück für uns, ich wurde jetzt ausgewechselt, sieht man hier links im Bild, für mich wurde Dennis eingewechselt und der steht jetzt schon in der Mitte. Der Ball von Berko kommt jetzt auch in die Mitte und findet genau Dennis Kopf, der jetzt einfach zum 2-1 einköpft. Also was ein Joker-Tor. Gerade vor diesem Eckball eingewechselt und ihr seht es an unserem Jubel, selbst die Auswechselspieler rennen zum Torschützen. Einfach nur geil, hat mich so sehr gefreut für Dennis und ein besseres Joker-Tor kann man auf jeden Fall nicht machen. Gar kein Foul. Der Torwart verschätzt sich hier so ein bisschen, will glaube ich erst rauskommen und zieht dann wieder zurück. Also für Dennis hat es mich mega gefreut und für uns natürlich ein mega wichtiges Tor. Hier die letzte Aktion im Spiel. Paderborn kommt nochmal zur Ecke oder kommt zum Abschluss. Und dann pfeift der Schiri ab. Wir haben das Spiel gewonnen, 2-1 und sind wieder oben dran, beziehungsweise haben uns die Tür offen gelassen, oben mitzuspielen. Und Dennis auf jeden Fall hier der Matchwinner. 93 Minuten gespielt, seht ihr jetzt hier. Ich glaube, das Tor ist so in der 85. oder so gefallen. Also wir hatten dann auf jeden Fall noch einige Minuten, wo Paderborn alles nach vorne geworfen hat. Aber geil, 2-1 gewonnen. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Jetzt geht's wieder ab. Und ich hoffe, euch gefällt es immer noch. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bleibt sportlich und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.